Jubel rund um den Globus. Der Traum von der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien hat sich für weitere Teams aus Süd- und Mittelamerika sowie Europa erfüllt. Einen historischen Erfolg feierte das Team aus Bosnien-Herzegowina. Zum ersten Mal nimmt das kleine Land vom Balkan an einer WM teil. Der Stuttgarter Bundesliga-Stürmer Vedad Ibisevic schoss die Bosnier gegen Litauen zum Turnier am Zuckerhut. In der Hauptstadt Sarajevo gab es kein Halten mehr. Wir haben so viele Qualifikationen verpasst. Auf diesen Erfolg haben wir eine Ewigkeit gewartet. Es ist wirklich überragend, ein echter Adrenalinstoß. Danke an die Spieler, ich ziehe meinen Hut. Und auch im Mutterland des Fußballs atmet man erleichtert auf. Stürmerstar Wayne Rooney legte den Grundstein für den Sieg gegen Polen und kann mit England die Reise nach Brasilien planen. Das Ziel, der erste WM-Triumph seit 1966. Als Titelverteidiger reist Fußballgroßmacht Spanien nach Brasilien. Der Gruppenzweite aus Frankreich muss dagegen zittern. In den Playoffs droht dem Team um Franck Ribéry ein Duell mit Portugal. Portugal ist wohl der stärkste Gegner. Sie haben Cristiano Ronaldo. Er ist ein großer Spieler mit enormem Einfluss auf das Spiel. Griechenland, Kroatien oder die Ukraine sind sicher geschlossener, aber nicht zwingend einfacher zu spielen. In die Hoffnungsrunde muss auch Südamerika-Meister Uruguay. Auch ein 3:2 Prestigeerfolg gegen Argentinien half dem zweimaligen Weltmeister nicht. Alles, was wir bislang getan haben, wird sich auf die ein oder andere Art darauf auswirken, ob wir uns qualifizieren. So war es auch in den vergangenen Qualifikationen. Das sind die Regeln des Spiels. Aber wir hoffen wie alle Uruguayer, dass wir unser Ziel erreichen. Dieses Ziel erreicht haben auch Chile und Ecuador. Auf den Straßen von Santiago und Quito herrschte Volksfeststimmung. 21 Tickets für die WM sind schon vergeben. Die Vorbereitung auf Brasilien, sie kann beginnen.